Das hoffentlich heiterere Thema ist von Dominik Lebersorger. Kenne ich ehrlich gesagt nicht, wurde mir aber auf meiner Startseite vorgeschlagen. Doch, das Gesicht kenne ich. Ich habe, glaube ich, schon mal Videos nicht von dem gesehen, aber in den Trends oder so gesehen. Erinnert mich sehr, sehr stark an gewissen amerikanischen Content. À la Mr. Beast und à la dieser eine blonde Typ, der immer einen Penny nimmt und den hochtradet, bis er ein Haus davon kaufen kann. Und jetzt sagt er, das finde ich richtig spannend, ich habe einen geheimen YouTube-Kanal erstellt, um zu beweisen, dass es kein Glück ist, anscheinend, dass man auf YouTube erfolgreich wird. Also, so wie ich seinen Kanal jetzt gerade gesehen habe, fährt er ja ganz krass diese Strategien, die eben auch viele amerikanische YouTuber fahren. Und da würde ich sogar sagen, es ist relativ wahrscheinlich, dass man auch erfolgreich wird. Aber es ist halt trotzdem sehr viel Arbeit. So, wir gucken einfach mal rein. Glück oder ist es Können? In den letzten 3 Jahren habe ich diesen Kanal hier von Warte, ich ca. muss leiser 200 machen. Abonnenten auf über 180.000 hochgezogen. Heute weiß ich, wie diese Plattform funktioniert. Ich verstehe den Algorithmus und kann Strategien entwickeln, um erfolgreich einen Kanal auf Social Media aufzubauen. Okay, erstmal kurze Eigenwerbung gemacht für sich selbst als Social Media Manager. Zumindest denke ich das. Wenn ich einen neuen Kanal von null starten müsste, was würde ich tun und würde das auch wirklich funktionieren? Würde ich es nochmal schaffen, einen YouTube-Kanal erfolgreich zu machen? Ganz ohne Promo von außen oder irgendwelchen anderen Kanälen und Plattformen, einfach nur mit meinem heutigen Wissen. Und wenn Bin ich sehr gespannt. Ich würde sagen, ja. Und ganz kurz, ich mache noch einen kurzen Einschub hier, weil es jemand fragt, welcher Extinction? Es gibt drei. Von 2018 mit Michael Pena. Michael Pena. Von 2018 gibt es auf Netflix. So, zurück zum Thema. Ja, was ist der isolierende Faktor? Was ist der Faktor, der dazu geführt hat, dass mein Kanal explodiert ist? Der einzige Weg, das rauszufinden, ist neben diesem Kanal, an dem ich schon mehr als Vollzeit arbeite, an dem anderen Kanal Vollzeit zu arbeiten. Wie kann man denn mehr als Vollzeit an einem Kanal arbeiten? Hä? Indem man Angestellte hat oder indem man einfach mehr als die typischen 40 Stunden arbeitet? Dann arbeite ich auch mehr als Vollzeit, teilweise. Das wäre absoluter Wahnsinn, würde mich unzählige Stunden kosten, unzählige Ressourcen beanspruchen und das alles nur für etwas, was am Ende nur vielleicht funktioniert. Nur ein absoluter Vollidiot, der seine Zeit nicht respektiert, würde so viel Aufwand und Energie in ein Projekt stecken. Wieso? Dann hat man noch einen guten Zweitkanal. Ich habe also damit angefangen, die Struktur für unseren neuen geheimen Kanal zu brainstormen. Ich wollte eine Nische, die schon populär ist, die man aber trotzdem mit einem neuen kreativen Videostil dominieren kann. So können wir schneller Okay. an eine eingegrenzte Zielgruppe kommen, was dann wiederum heißt, dass der YouTube-Algorithmus weiß, an wen er die Videos vorzuschlagen hat. Finde ich smart, okay, wie es angeht, Was dann wiederum interessant. heißt, dass es einfach die Chancen erhöht, dass unser Kanal auch wirklich gesehen wird. Ich werde den neuen Kanal 30 Tage lang regelmäßig mit Videos bespielen und dann einfach sehen, wo er nach dieser Zeitspanne steht. Nachdem ich all meine drei Gehirnzellen gleichzeitig mobilisieren konnte, hatte ich folgende Idee. Ich glaube, ich habe das Konzept für den YouTube-Kanal und zwar wird das Ganze ein Minecraft-Kanal. Lass mich erklären. Das Ganze hat zwei. Da hätte ich aber jetzt fast schon gesagt, also finde ich fast langweilig, weil ich mir denke, funktioniert immer. Aber andererseits könnte man auch sagen, der Markt ist schon stark übersättigt und deswegen könnte es auch schwierig sein, sich da durchzusetzen. Gründe. Erstens, ich war früher der größte Gamer überhaupt, das heißt, ich habe noch Ahnung von der Materie. Und zweitens ist es so ziemlich das Gegenteil von dem, was ich hier mache. Ich habe. Gut, finde ich gut. Wann ich mal Minecraft spiele, oh, das könnte vielleicht im Jahr 2027 passieren. Eine Vision von dem Kanal, der so richtig nice Gaming-Dokumentationen im Minecraft-Sektor produziert. Ich glaube, da bin ich Okay. gut und ich glaube, das kann richtig geil werden. Wir grätschen mit hoffentlich wirklich gutem Minecraft-Content in diese Ecke von YouTube rein und ziehen direkt von Anfang an durch, um das Ganze möglichst schnell zum Laufen zu bringen. Auf diesem Okay. Kanal hier fahre ich seit einiger Zeit eine Mischung aus Shorts, um Leute in die Tür zu holen, da diese halt das Potenzial haben, ultra viele Leute zu erreichen. Und Er ist sehr viel ambitionierter, was das YouTube-Game angeht, als ich. Ich, Zitat Alicia, ihr wird permanent ans Herz gelegt von irgendwelchen Leuten, macht doch unbedingt YouTube-Shorts. Alicia zieht es für zwei Videos durch, macht regelmäßig, also macht zu zwei Videos ein paar Shorts, hat darauf, keine Ahnung, einigermaßen okay Klicks, lässt es danach komplett, weil es ihr einfach zu viel Arbeit ist. Naja, gut.
Was soll's? Und dann stecke ich jede freie Minute meiner Zeit und jeden Funken meiner Kreativität in die langen Videos, um zu garantieren, dass man sich die halbwegs anschauen kann, damit der Zuschauer eine gute Erfahrung hat und im besten Fall ab und zu zurückkommt. Das war cool, finde ich gut. Ja, vielleicht komme ich ja auch irgendwann mal zurück. Vielleicht werde ich ja jetzt hier abonnieren. Weiterhin werde ich mich bei den Themen auf die populärsten in dieser Nische beschränken und werde jede Menge Recherche anstellen, um halt herauszufinden, was sozusagen virale Themen in dieser Ecke von Content sind. Danach werden wir 7 Tage die Woche ein kurzes Video posten und einmal die Woche ein Doku-Style-Video, also halt ein längeres. Ich versuche, die Themen so auszuwählen, dass sie ineinander verlinken. Sprich, dass wenn ein Zuschauer eine gute Erfahrung mit einem Video hat, er gleich aufs nächste klickt, um die Leute einfach so lange wie möglich in unserem Kanal-Algorithmus Ökosystem zu halten. Finde ich schlau. Ich finde es aber irgendwie schade, dass er es mit Shorts macht, weil ich würde sagen, mit Shorts kann man auf YouTube gerade sehr gut erfolgreich werden. Tatsache. Mich hätte interessiert, ob man auch noch mit Long-Videos alleine erfolgreich werden kann. Weil ich glaube, ja, Shorts werden halt gerade sehr stark gepusht und da gibt es viele, auch größere Creator, die von TikTok auf YouTube rüberkommen und da relativ schnell Hunderttausende von Abos machen. Einfach, weil das gerade gut funktioniert. Aber ist ja eigentlich auch, also ist ja nichts Verbotenes, ne? Ist ja auch interessant zu sehen. Aber diese Strategie nutzt natürlich... Aber da muss ich dazu sagen, zwar hat YouTube Shorts auch schon monetarisiert, aber Geld macht man nur mit Long-Videos. Also Geld kannst du wirklich nur verdienen aktuell, wenn du guten Querformat lang 20 Minuten, 10 Minuten, 30 Minuten Content machst. Sonst... wird das nichts. Also für die Leute, die es gerne auch beruflich machen würden. Klar könnt ihr euch mit Shorts viele Viewer aufbauen, viele Abos auch aufbauen, aber ihr müsst es halt dann auch konvertieren können in eure Langformate. Und deswegen finde ich es schlau, dass er es so macht. Okay, er macht 7 Shorts oder was er meinte die Woche und ein Langformat-Video, wo sich dann die Leute sozusagen genau passend rüber schieben lassen, weil es dann auch ähnliche Themen sind. Natürlich nichts ohne die richtige Exekution. Der YouTube-Algorithmus funktioniert folgendermaßen. Jede Social-Media-Plattform jemals will nur eine Sache von ihren Nutzern. Aufmerksamkeit und dass du lange auf der App bleibst. Und zwar ihre Zeit. Je länger du auf der Plattform bist, desto mehr Werbeanzeigen siehst du und desto mehr Geld verdienen die Social Media Firmen. Das heißt, der erste wichtige Faktor in der Gleichung ist die sogenannte Watchtime, also wie lange ein Video angesehen ist. Das ist für uns YouTuber knapp nach Sauerstoff das Allerwichtigste. Für aber mich YouTube nicht. Ich muss sagen, für mich ist wichtiger als Watchtime, ist für mich Views generell. Also ich versuche mich auch nicht zu sehr darauf zu versteifen, auf das ganze Thema. Aber ich kann auch irgendwie nicht bestätigen, dass es mit der Watchtime so zutreffend ist. Weil ich habe Videos, die haben eine echt gute Watchtime und die haben trotzdem weniger Views als andere Videos mit einer schlechten Watchtime. Und deswegen, keine Ahnung, für mich zählen eher Views. Aber das ist ja vielleicht eine private Präferenz. Und Sauerstoff. Sauerstoff zählt für mich natürlich auch. Fragt sich auch, auf welche Videos du klickst. Das ist die sogenannte Klickrate. Wenn viele Leute auf ein Video klicken, ist die Klickrate hoch und YouTube merkt, dass dieses Thema für viele Leute interessant ist. Als drittes gibt es noch sogenannte Surveys, die habt ihr wahrscheinlich schon mal gesehen. Das sind diese Umfragen, wo ihr einfach befragt werdet, ob das Video, was ihr euch gerade angesehen habt, gut ist und... Ich habe eine andere steile These. Wie gut es ist und was es für Faktoren drinnen hat, etc. Also diese Umfragen, die YouTube manchmal ausspielt. Ich würde behaupten, das habe ich auch schon damals behauptet, neben all diesen Faktoren ist als wachsender Kanal auch noch super wichtig, wenn du wirklich groß rauskommen möchtest. Und das geht natürlich nicht, wenn du in der Nische bist, das sei schon mal vorher gesagt, also wenn du in einer kleinen Nische bist, funktioniert das nicht. Aber wenn du insgesamt auf diesem Main-YouTube groß rauskommen willst, mit Content, der wirklich keine Nische bedient, sondern eher wie meiner ist und ein ganz großes Publikum bedient, dann ist einer der wichtigsten Faktoren, dass deine Videos reactable sind. Also, dass Leute darauf gut reagieren können, dass es ihnen Spaß macht, darauf zu reagieren und dass es für die Leute, die reagieren, auch einen Mehrwert bietet. Klingt super eklig auf eine Art und Weise, aber ich bin der festen Überzeugung, dass mein Kanal dadurch sehr, sehr viel Aufschwung damals bekommen hat, dadurch, dass eben so große Leute wie Julian Bam, Unge und so drauf reagiert haben. Und das, obwohl ich keinerlei Kontakte in die Richtung hatte, wirklich gar nicht, sondern nur dadurch, dass die Videos einfach gut waren. Und ich glaube, bei Julian Bam war es sogar so, dass Thomas irgendwie mein Video gesehen hat und ihm vorgeschlagen hat, darauf zu reagieren und sowas. Also, ja.
Das sollte man, glaube ich, auch bedeuten. Die werden beachten. Auch noch. Aber das impliziert eigentlich auch, und das soll gar nichts Negatives sein, weil wenn ein Video reactable ist, dann ist es auch gleichzeitig für eure Zuschauer geil anzugucken. Also es muss gar nichts Schlechtes sein, weil das bedeutet auch, dass es für die Leute, die es einfach so privat gucken, interessant ist, weil es kurz gehalten ist, weil es immer mal wieder spannende Fakten hat, wo man theoretisch stoppen könnte und nachdenken könnte. Ihr wisst. Die Ausspielungsgleichung mit reingenommen. Das heißt, wenn ihr irgendwann mal Service zu meinen Videos bekommt, entscheidet ihr über meine Zukunft. Die Watchtime. Ja, true. Ich bin durch Rezo auf dich gekommen, also seine Reaction. Ah, interessant. Die Klickrate und diese Service entscheiden also darüber, ob ich eines Tages unter der Brücke lande oder ob ich mir einen Lamborghini kaufen kann. Denn die entscheiden einfach, wie sehr dieses Video ausgespielt wird. Likes, Kommentare und Shares vom Video zählen auch mit rein, haben aber viel weniger Gewicht als die anderen Faktoren. Also, wie bekommt man diese Variablen hoch? Um es auf das Allerwesentliche herunterzubrechen, gute Videos zu interessanten Themen machen und diese top verpacken. Also habe ich begonnen, Videoideen zu brainstormen. Ich war früher der größte Minecraft-Gamer überhaupt, also habe ich heute immer noch ein Verständnis dafür, was so die populären Themen sind. Also, diese habe ich alle aufgeschrieben und die nächsten zwei Tage habe ich mich zu Hause eingesperrt und habe ununterbrochen Skripts für Videos über ein Spiel geschrieben, was ich nicht mal mehr spiele. Nennt mir irgendjemanden, der so wenig Hobbys hat, Alter. Dann habe ich noch die Voiceovers für die Skripts aufgenommen und als ich dann seit langem wieder mal Sonnenlicht gesehen habe, wurde mir eine Sache ziemlich schnell klar. Warte mal, aber er muss es doch dann auch genauso spielen, wie er es geskriptet hat, oder? Ich verstehe das gerade nicht so. Schnitt ist die zeitaufwendigste Komponente an diesem ganzen Prozess. Irgendwie hat mein Tag nur 24 Stunden, ich schneide auch nur alles für den Hauptkanal selbst. Ich muss auch noch essen, schlafen und irgendwie sicherstellen, dass meine Freundin von meiner Existenz auch was mitbekommt. Also habe ich mir Hilfe geholt. Hey Bro, was geht? Ah, ist jetzt eine komische Anfrage, aber hast du zufällig Lust und Zeit und Kapazität, 35 Minecraft-Videos zu schneiden? Yeah, safe, Bro. Das wird halt nur ein bisschen teuer. Es wurde teuer, dieses Video ist somit wahrscheinlich nicht mehr profitabel und ich muss meinem Steuerberater wieder erklären, warum ich eine vierstellige Summe für den Schnitt von Minecraft-Videos auch gegeben habe. Die Schnittstrategie war simpel. Wir legen passendes Ingame-Footage über die Voiceover. Sollte es mal kurz langweilig werden, dann wird auf Minecraft-Parkour-Footage geschnitten. So machen das viele Leute auch bei den Kurzvideos, die ich ab und zu sehe. Die Musik darunter soll atmosphärisch sein, im Skript steckt super viel Aufwand und es soll sich einfach wirklich anfühlen wie eine kleine Dokumentation. Wir haben auch viel auf das sogenannte Pacing geachtet, das einfach das Tempo des Videos, also wie gut das Video sozusagen fließt, einfach um sogenannte Exit Points, das sind die Punkte, an denen ein Zuschauer vielleicht wegschalten würde, zu eliminieren. Und nach was? Okay. Gut, klingt komplett unkompliziert. Oh, hier ist auch jemand durch Ello Tricks auf mich gekommen. Interessant. Spannend, spannend, spannend. Manche auch durch KuchenTV, ja. Marvin California, interessant. Durch GNU. Hier ich auch durch Unge. Ach krass, das ist ja verrückt, verrückt, verrückt. Aber interessant. Und durch Stay auch. Ja, interessant. Shadow. Crazy. So, was ich sagen wollte dazu ist, ich würde gerne mal wissen, also er hat einfach teilweise random Minecraft-Content genommen, wo einfach Leute nur über irgendwelche Sachen jumpen. Aber was hat er in diesen Skripts gesagt? Das würde mich jetzt wirklich gerade mal interessieren. Circa 35 Stunden Schnitt hatten wir Videos, die so aussahen. Minecraft ist ein mysteriöses Spiel. Die Welt ist riesengroß und immer wieder hört man Geschichten von Spielern, denen Dinge passieren, die nicht unbedingt alltäglich sind. Doch ein Zwischenfall hat so eine Tragweite erreicht, dass er als einer der größten Legenden in Minecraft und eigentlich in der kompletten Geschichte der Videospiele gilt. Für die Leute, die schon länger Minecraft spielen, weckt dieser Clip hier Erinnerungen. Ich habe mittlerweile... Okay, ich verstehe es, ich verstehe es, ich verstehe. Ich verstehe jetzt das Konzept. Eben als er es so trocken erklärt hat, habe ich es null kapiert. Also er macht teilweise krasse Sachen, die in Minecraft passiert sind, blendet er ein. Und teilweise einfach nur, wenn es gerade langweilig wird im Skript, so Sachen, wo halt irgendwie dein Gehirn spannend zugucken kann, so, wo man über so Blöcke jumpt. Okay. Und dabei erzählt er anscheinend interessante Minecraft-Fakten. Gut, bis dahin verstanden. Alle Videos am Rechner liegen. Das Einzige, was ich noch machen muss, ist die alle hochladen, einplanen, also wann was kommt und einen passenden Titel finden und dann halt hoffen. Bis es dann erledigt war. Nun heißt es warten. Freunde, ich bin dem ganzen Versuch gar nicht mehr so optimistisch gestimmt. Der Kanal läuft jetzt seit circa 9 Tagen und er hat halt überhaupt keine Traction, also so ein Aufruf. Sein Kanal performt anscheinend überhaupt gar nicht.
Mal gucken. In dem Video von allen, die online sind, am Tag. Ich hoffe halt nicht, dass dieses Experiment einfach erfolglos zu Ende geht, sonst ist es kein gutes Video, wird niemals das Licht der Welt erblicken und ich habe halt so viel Zeit und Geld in dieses Konzept investiert. Doch dann passierte etwas. Guten Morgen, Freunde, und es ist wirklich ein guter Morgen, denn anscheinend hat der YouTube-Algorithmus meine Videos drinnen. In den Analytics ist ein blauer Balken größer als der andere, das ist ein absolut gutes Zeichen. Ich hoffe, dass es so weitergeht. Und diese Wie viele Abonnenten hatte er zu dem Zeitpunkt? Das würde mich jetzt interessieren. Also hier steht plus 13 Subscribers in den letzten 28 Tagen. Okay, also wahrscheinlich seit Beginn des Experiments hat er jetzt einfach 13 Subscriber. Okay. Vielversprechend. Es ist ein blauer Balken größer als der andere. Das ist ein absolut gutes Zeichen. Ich hoffe, dass es so weitergeht. Und dieser Aufwärtstrend ging sogar noch weiter. Um die Ergebnisse, die jetzt gleich folgen, in Relation zu setzen. Für meine ersten 100 Abos habe ich ein Jahr gebraucht. Für die nächsten 100 auch ein Jahr. Als ich die 1000 Abo-Marke geknackt habe, habe ich diesen jetzigen Kanal über 4 Jahre lang unregelmäßig mit Videos bespielt. Die sind heute nicht mehr online, weil sie mir peinlich sind. Das hier ist übrigens mein 7. oder 8. Kanal. Ich hatte vorher Gaming-Kanäle, Skateboard-Kanäle und andere Kanäle, die noch erfolgloser waren. Mit 12 oder 13 Jahren habe ich das erste Mal auf dieser Plattform hier ein Video hochgeladen und es dauerte über 10 Jahre, um signifikanten Erfolg hier zu erfahren. Der Blockumentaries-Kanal steht jetzt ca. 5 Wochen, nachdem das erste Video dort hochgeladen wurde, bei 277 Abonnenten. Das ist schon ganz gut, muss man wirklich sagen. Tatsache. Für so eine kurze Zeit. Was aber noch viel beeindruckender ist, dass... Da lachen jetzt die ganzen TikTok-Leute drüber und sagen, ah ja, auf TikTok habe ich innerhalb von einem Monat 1 Million Abonnenten gemacht. Ja, aber die sind auch tatsächlich nicht so viel wert, weil, also in Anführungszeichen, ich würde immer ungefähr umrechnen, so wie ich das von verschiedenen Agenturen kenne. Wenn du 1 Million Abos auf YouTube hast, ist es ungefähr so, als ob du 5 bis 10 Millionen Abos auf TikTok hast. Also es ist schon... ein Unterschied, weil nicht, dass ihr das falsch versteht, es sind natürlich alles trotzdem echte Menschen, aber die Schwelle, um auf YouTube einen Kanal zu erstellen und zu abonnieren, ist sehr, sehr viel geringer als bei TikTok zu subscriben. Also ganz viele Leute gucken auf YouTube halt trotzdem noch ohne Kanal, deswegen hat man auch oft ganz viele Nutzer ohne Abo, weil die halt einfach immer wieder auf ihrem Home-Desktop auf YouTube gehen, dort überhaupt keinen Kanal haben und trotzdem ja alle Videos angucken können und dann einfach manuell immer zu Leuten, wie zum Beispiel mir, zurückkehren. Während auf TikTok ja initial schon jeder einen Kanal haben muss und das Abonnieren deswegen schon alleine viel, viel einfacher ist, wenn man das eben mal macht. Ich weiß nicht, wie es mittlerweile auf dem Desktop ist, aber TikTok nutzt ja fast keiner auf dem Desktop. Deswegen würde ich sagen, sind 277 Abonnenten in so einer kurzen Zeit schon eine starke Leistung. Und ich glaube tatsächlich, wenn er das jetzt weitermachen würde, würde es auch exponentiell steigen. Das beste Short hat um die 1000 Aufrufe. Das ist eigentlich eine Enttäuschung. Ich dachte, da wäre mehr drin. Was aber bei den Longform-Videos passiert... Dann pusht YouTube anscheinend doch nicht so krass die Shorts. Hätte ich mir in meinen wildesten Träumen niemals erwartet. Das erfolgreichste Video hat über 25.000 Aufrufe. Um das in Relation zu setzen, bis ich das erste Mal ein Video hatte, was über 25.000 Aufrufe hatte, habe ich 7 Jahre YouTube gemacht. Die anderen Videos gehen auch an die 10.000 Aufrufe zu und eins ist halt komplett gefloppt. Rechnet man mit dem gleichen CPM, also wie viel Geld man pro 1.000 Aufrufe bekommt, wie auf meinem Hauptkanal hier, dann hätte der Blockumentaries-Kanal in seinem ersten Monat von der Existenz $348 eingespielt. Aber, muss man dazu sagen, man kann ja mittlerweile auf YouTube nicht mehr so einfach Geld verdienen. Man muss... gewisse Punkte überschreiten, das ist so und so viel Watchtime, so und so viel 1000 Abonnenten. Ich glaube, erst ab 1000 Abonnenten geht das überhaupt und deswegen hat er jetzt wahrscheinlich nichts verdient. In meinem ersten Job habe ich 400 Euro verdient. Mit solchen Ergebnissen hätte ich nie gerechnet. Also, ist YouTube Glück? Aber er hat ja auch, muss man dazu sagen, über 1000 Euro anscheinend für Schnitt ausgegeben. Oder Skill. Meiner Meinung nach ist der Glücksfaktor auf lange Zeit gesehen fast nicht vorhanden. Auch wenn jemand mal Glück haben sollte und ein Video geht mega viral, heißt es nicht, dass der Kanal auf lange Frist erfolgreich wird. Mhm. Aber Dominik, was ist jetzt der isolierende Faktor? Ich habe euch hier eine Schritt-für-Schritt-Anleitung zusammengebastelt, wie ich es gemacht habe und wie ich es machen würde. Macht Content in einer Nische, die für euch selber interessant ist und für die es eine Zuschauerschaft gibt. Letzteres gibt es für fast alles, also das erste ist wirklich das Wichtigste. Würde ich nicht sagen. Ich würde sagen, think big. Mach Content für alle. Wenn du es machen willst, mach Content für alle.
wird immer gesucht. Es gibt immer weniger Original-Content, weil ja auch alle Leute, die Original-Content machen, anscheinend dafür bestraft werden. Siehe mich und ein paar Kollegen, die aktuell jedes Video gelb reingedrückt bekommen. Sorry, dass ich mich in diesem Video so viel aufrege, aber aktuell ist es sehr frustrierend, YouTube-Videos zu machen. Und deswegen würde ich sagen, go big. Kannst direkt groß anfangen und an eine breite Zielgruppe richten. Ich würde gar keine Nische bespielen. Beginnt Videos zu machen und diese hochzuladen. Die werden am Anfang schlecht sein und jeder wird sich über euch lustig machen. War bei mir genauso, aber ihr seid dann einen riesengroßen Schritt weiter als jeder, der immer nur sagt, er wird etwas tun und das dann zu Tode denkt. Macht diesen Content regelmäßig. Lange Videos mindestens einmal pro Woche, kurze Videos mindestens einmal pro Tag. Ich weiß, es ist ein ultra hohes Volumen, aber wie in jeder Industrie, in der viel Geld liegt, gibt es nun mal super viel Konkurrenz. Und dann versucht, jedes Video besser zu machen als das Video davor. Besseres Voice-Over, coolere Effekte, eine bessere Art, sich auszudrücken. Und diesen Prozess macht ihr jetzt über mehrere Jahre, denn die Zeit vergeht sowieso. Ich persönlich betrachte jedes Video, was ich mache, als Übung, um vielleicht irgendwann mal zu den Top-Kanälen zu gehören. Dieses Mindset hat mir sehr geholfen und ich bin der festen Überzeugung, dass gute Kanäle über kurz oder lang hochkommen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Finde ich cool. Das Video war unglaublich aufwendig. Bleibt gesund. Lasst ihm gerne ein Abo da. Heute bin ich in der Position, reacten zu können, um vielleicht andere Leute dazu ermutigen, um vielleicht anderen Leuten ein bisschen Aufschwung zu geben. Finde ich gut. Wirklich sehr gut gemacht. Ich kann nur gerade nicht abonnieren, weil ich nicht eingeloggt bin. Aber ansonsten Top-Video. Fand ich richtig spannend.